Ja. Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Und ja, ich nehme auf, weil wir kurz davor sind, dass wir unseren ersten Hatch gebären oder wie man das nennt. ja, das würde ich ganz gerne live zu Beginn gleich dabei haben. Da wurde gerade noch einer ausgeliefert, den wir woanders eingefangen haben. Ja, und jetzt dürfte es eigentlich gleich soweit sein. 100%. Da geht's jetzt. Und da kommt er. Na, na. Er will noch nicht so richtig. Ich glaube, da muss erst jemand gleich kommen, ne? Das steht auf 9. Das dürfte eigentlich nicht so lange dauern. Na. Na. Dauert doch länger als gedacht. Machen wir noch mal ein bisschen schneller. Oh, da ist er. Einmal mit einem Löffel draufgehauen und da ist er. Hat er direkt ausgewachsen. Okay. Ja, so, jetzt haben wir hier schon 3 Stück. Ihr seht auch, ich habe hier 2 weitere Brutschränke dazu gebaut. Einer ist schon befüllt und ja, der ist noch wild, den müssen wir erstmal einfangen. Dieser auch. Aber dieser hier ist schon wieder 41% Reproduktion. Ja, müssen nur aufpassen, dass wir hier nicht die Obergrenze überschreiten. Ja, okay, das dazu. Hier, ich lasse mal langsam laufen für die Erklärung. Hier würde ich ganz gerne das Wasser nach und nach ab, wie ich das nennen, ab. Ja, das Wasser hier entfernen und ich dachte, ich baue da jetzt nicht extra eine Pumpe für, sondern lasse das einfach nach und nach hier rüberlaufen und wische das dann immer auf. Hier bin ich auch angefangen, einfach ein paar Mauern reinziehen, alles abbauen und dann werden wir die Mauern auch wieder abreißen, weil wir hier nicht überall was vollbauen wollen. Es ging mir hauptsächlich darum, dass wir mal ein bisschen die Gase, die wir hier überall so rundherum unterwegs haben, ein bisschen aufteilen und dann alles rausfiltern. Die Keime werden zunehmend hier außenrum ein Problemchen. Das dann dadurch auch ein bisschen besser in den Griff bekommen. Das war auch hier ein Problem. Man sieht auch hier noch die Überreste davon. Das werden aber schon deutlich weniger und die werden hoffentlich bald verschwunden sein. Ich habe nämlich die luftdurchlässigen Ziegel, die wir hier überall zwischen hatten, ersetzt mit normalen Ziegeln. Weil hier oben haben wir doch schon sehr viele Keime. Was natürlich auch dafür sorgen kann, aber Gott sei Dank nicht so, dass die in unser Essen gelangen, aber das passt Gott sei Dank gut. Ja, was hat sich sonst geändert? Ich habe hier eine Landwirtschaftsstation gebaut, um diesen Raum hier ein bisschen effektiver zu machen. Vielleicht werden wir davon noch einen mehr machen hier oben, aber dafür müssen wir erst noch mal ein paar andere Sachen ja, erledigen, fertig bauen, wie auch immer. Ja, das hier mit dem Wasser läuft recht langsam. Ich habe es allerdings auch auf langsame Geschwindigkeit. Was hat sich noch geändert? Ich habe hier eine mini kleine Automation eingebaut, das einfach nur, dass die nur pumpt, sobald das Wasser mindestens hier steht. Ihr seht, das Ding ist leer gepumpt, aber der läuft noch 37 Zyklen, also alles gut. Diesen hier haben wir komplett befüllt, den wir ja für die Sauerstofferzeugung hier oben nutzen. Und dieser hier füllt sich auch zunehmend. Wir haben hier noch eine ganze Menge Eisskulpturen, die sich irgendwann gleich mal auflösen. Hier auch noch fast 10 Tonnen Eis eingelagert. Also das ist alles gut. Das Wasser hier trotzdem eine angenehme Temperatur aufgrund unseres Wasserkühlers. Also das System, wie wir es hier gemacht haben, ja, kann ich nur weiterempfehlen. Es gibt sicherlich auch noch andere Wege, das Ganze zu machen, aber ich finde das so sehr gut. Dann habe ich hier eingestellt, dass wir jetzt gefüllte Beeren herstellen. Und das auch mit der höchsten Priorität, also wann immer wir Pinscher-Pfeffernüsse haben, lieber das machen anstatt Knorpelbeere. Muss ich gerade mal überlegen, ob wir denn hier überhaupt gefüllte. Bin ich blind? Ja, ne? Da gefüllte Beere ist mit dabei. Okay. Was ist denn hier alles so eingelagert? Jede Menge Läusebrot. Dann machen wir das mal anders. Haben hier ja auf jeden Fall
CO2 und hier auch. Dann bauen wir mal hier noch zwei Kühlschränke, die wir nicht anbauen, und da kommt das Läusebrot gleich rein. Ich lasse auch mal ein bisschen schneller laufen, dass wieder was passiert. Ja, was haben wir sonst noch geändert? Ich habe hier die Wasserleitung, der Vorschlag kam von Kerstin, danke dafür, so umgebaut, dass das heiße Wasser, was hier ankommt, direkt zu Erdgas verarbeitet wird und nicht wieder in den Kreislauf kommt und sich das hier immer weiter aufheizt. Ich habe allerdings hier eine Heizung gebaut, um das Wasser hier aufzuheizen, weil wir hier doch schon, ja, nicht viele Keime, aber zu viele drin haben. Ich habe nämlich mit dem Wasser hier demnächst noch was anderes vor. Und dafür sollte das möglichst ohne Keime sein. Das hier unten ist offen. Ja, das ist ohne Keime, sehr gut. Ja. So, dann wollten wir ja hier, das Sauerstoff ist jetzt fast alles raus, bis auf ein paar hundert Gramm. Also wir können jetzt hier unseren Gasabzug bauen, dass wir diesen Raum hier mit Chlor füllen. Ja. Das machen wir jetzt auch. Hab ich sonst noch was gemacht? Nein, ich glaube nicht. Dürfte es eigentlich gewesen sein. Achso, ich habe noch was entdeckt. Und zwar, wir haben hier ja einen Aether, wie ich ihn neuerdings nennen möchte. und da hatte sich Kerstin ja, was heißt gewünscht, aber wird es gut finden, wenn wir da im nächsten paar Versuche mitmachen. Das werden wir machen, aber wir haben davon nicht nur einen, wir haben sogar zwei. Hier ist nämlich noch einer. Und, weil das noch nicht reicht, hier ist noch einer. Das heißt, wir haben drei Stück hier in unmittelbarer Nähe, wo wir wunderschöne Versuche mitmachen können. Also, das wird es auf jeden Fall in den nächsten Folgen geben. Mach mal eben verschmutzte Wasser aufwischen. Gar nicht, wo das genau herkommt. Das habe ich schon häufiger mal aufgewischt. Ja, Eisen haben wir, seht ihr, 22,3 Tonnen, einen ganzen Vorrat. Macht da jetzt auch nach und nach immer ein bisschen, dass ich umwandle. Ja. Okay, können wir jetzt hingehen? Gar nicht. Doch, so sollte das noch funktionieren. Wenn wir den auch noch freigraben, dann kommen wir hier hoch, um den da von denen ranzukommen. Ja. Bitte wischen. Dann müssen wir gleich auch schon nochmal die nächsten Wischbefehle geben, weil. Okay, oder auch nicht. So, ist das hier fertig? Ja. Dann kommt hier bitte Läusebrot rein. So. Und hier kommt es raus. Jetzt soll das da nicht liegen bleiben, weil dann vergammelt es. Das machen wir mal mit höchster Priorität aufräumen und dann kommt das alles hier rein. Dann haben wir hier nämlich Platz für vernünftiges Essen. Oh. Warum haben wir nur noch so wenig? Ah, okay. Das war. Ich war kurze Zeit etwas schockiert. Was haben wir hier denn eigentlich alles drin gelagert? Balsam, Lilienblumen, Opelweizenkorn, Pinscherpfeffernüsse und hier Balsam, Lilienblumen. Die sind doch, glaube ich, wenn ich mich nicht... Oder haben die alles schon aufgeräumt? Okay, das ging schnell. So, wo haben wir Medizin? Da. Bauen mal ein. Wie nennt sich das Teil? Jetzt habe ich gar nicht geguckt. Ich habe es einfach gebaut. Eine Apotheke bauen wir. Okay. Strom ran. Und dann können wir da nämlich gleich unsere ganzen Balsamlilienblumen, die uns hier alles verstopfen, da können wir Medizin rausmachen.
Viel Wasser, das hatte ich befürchtet, dass das passiert. Dann müssen wir diesen Ziegel hier nochmal irgendwie da zerlegen. Hier muss ich jetzt immer ein Auge drauf haben, ob hier nicht irgendwo wieder Eier kommen. Immer noch nicht. Okay, dann müssen wir hier noch eins mehr ausgraben. Ach hier, so. Muss ich mal eben gucken, wir können hier Vitaminpillen machen aus Kohle und Balsamlinienblut. Der Placebo brauchen wir ja nicht. Dann machen wir hier mal, Kohle haben wir ja mehr als genug. Wie so viele Vitaminpillen, wie wir können. Jetzt. Jo, jetzt geht's. Was war das? Sah nicht so aus, als ob das richtig war. Zufriedenheit 99% und wurde es immer noch wild? Ja, auch. Woran liegt das? Vielleicht müssen wir hier mal alles ein bisschen höher stellen, dass sie auch ein bisschen mehr Pflege bekommen. Hier bauen wir wieder hoch, damit wir gleich das nächste Wasser wieder aufwischen können. Das mache ich dann aber weiter, während ich nicht aufnehme, weil das ist wahrscheinlich ein bisschen langweilig für euch. Ja, was ich bauen möchte, ist eine neue Küche für den Luigi. Ich habe schon so ein paar Ideen wie, bin mir aber noch nicht final schlüssig, wie das werden soll. Und auch noch nicht, wo ich sie hinbaue. Weil wir werden da ein bisschen Platz für brauchen. Vielleicht einfach hier unten. Nee. Oder wir bauen es hier neben und verlegen diese Leiter nach hier hin, dass wir hier noch ein bisschen mehr Platz haben, auch für schöne Wohneinheiten. Ich glaube, das ist die beste Variante, dass wir da einfach schon mal anfangen. Das Ganze zu planen, damit wir natürlich dann ganze verdreckte Zeug hier alles noch rauspumpen. Aber das kriegen wir ja hin. Eingraben. Das habe ich alles aus Abyss erlegt. Könnte ich ja eigentlich auch hingehen und hier das so verlängern, dass wir hier auch überhaupt die Leiter bauen. So. Dann wir eingraben, müssen wir natürlich aufpassen, dass wir hier noch hochkommen. Machen wir einfach so, indem wir die Leiter dann auch verlängern. So. Jetzt muss ich selber mal kurz überlegen, wie ich das gedacht hatte. Das hier kann auf jeden Fall verlängert werden. Genau. Hier unten der Eingang auf die Küche. Logisch. Die Grillstationen sind 3 breit, das heißt 3 hier in der Mitte Kühlschränke und dann noch eine. Allerdings kommen die nicht hier in die erste Ebene, sondern ein bisschen höher. 3 9. Und das, was wir hier nebenbauen, muss 3 Felder breit werden.
So. Sorry, dass ich da jetzt gerade nicht so ganz viel zu erzähle, was ich hier mache, aber ich bin selber nämlich noch nicht bei allen Sachen. Ja, stopp, die Leiter hier ist natürlich schon mal wieder Quatsch. Dann hätte ich das Ganze nämlich noch ein Feld. Nee, aber Quatsch ist sie nicht. Ich habe einfach hier schon den ersten Fehler gemacht. Nämlich das Ganze müssen wir noch um ein Feld versuchen. Ich habe nämlich die Leiter vergessen. Okay. Stopp. Muss natürlich aber auch die Leiter hier hin, ne? Das hier ist Quatsch. Soll nämlich Granit werden. Genau das hier. Hier oben mache ich mal noch nicht weiter. Hier steht überall das Wasser. Kann man schon mal aufwischen. Der hier. Ja, ich verrate mal, was das hier werden soll. Die meisten können sich das eh denken. Das wird. Das wird ein Wasserbecken. Wenn wir das eigentlich auf diese Höhe hier machen. Und dann kommt da natürlich auch eine Tür rein. Ja. Und sagen, ich höre doch die ganze Zeit ein Geräusch, dass hier jemand am Auffischen ist. Ja, ist tatsächlich so. Natürlich schon einiges an Wasser, ne, was hier. Man sieht, das sind jedes Mal 4-5 Kilo, die da aufgewischt werden. Das wird dann alles hier rübergebracht. Oh, wir können neue Eisblöcke bauen. So. So, dann habe ich nämlich hier vor einen eigenen Wassertank zu bauen, den wir immer mit Wasser von hier versorgen. Das ist angenehm kühl und sollte eigentlich keine Keime haben, genau. Das war hier, wenn wir kochen wollen, Wasser direkt immer hier haben und das nicht so wie hier jetzt erst rüberbringen müssen, sondern wir haben direkt an den Kochstationen auch Wasser. Natürlich auch ein paar schöne Bilder aufhängen, aber irgendwie geht hier gerade nicht so. Gehen wir mal ein bisschen mehr Gas an. Bremsen wir ein bisschen, das eilt nicht. Das schon fertig hier? Nein. Oh. Ah, ich sehe doch da oben nicht erreichbares Bett. Bei mir Armern, das hier gegraben. Vielleicht muss ich einmal alles ein bisschen untersetzen. Hoffnung, dass hier, ja, zum Retten kommt. Rot aus. Zack nach Hause. Tut mir leid, dass ich dich so in Gefahr gebracht habe. Das war keine böse Absicht. Ja, aber wir haben dich ja gerettet. Auch wenn du dir jetzt eine ganze Nacht um die Ohren schlagen musstest. So, so haben wir jetzt hier Chlor. Ja, warum haben wir hier kein Chlor mehr oder kaum, ne? Mal eben auf die Suche. Hm.
Das ist mir ein bisschen rätselhaft. Das war dieser Raum mit Chlor gefüllt. Ich weiß, dass ich zwischendurch die Tür mal geöffnet hatte, aber hier geht das Chlor hin, kommt raus und es kommt hier raus und kann ja eigentlich hier nicht weg. Na gut, egal. Das ist jetzt nicht so die Top-Priorität. Oben fehlt die Düngung. So am Überlegen, das machen wir auch. Da wir hier ja eh was vorhaben, überlegen wir die ganzen Dinger mal. Hier ist nämlich genauso wichtig, wie dass die Küche gebaut wird. Auch hier alles fertig gebaut wird. Katharina ist wieder fleißig am Graben. Geht dann hoffentlich hier jetzt gleich weiter. Jo. Kohle, die können wir auch alles noch freigraben hier gleich, weil das, die werden wir alles mit in unsere Kolonie mit einbeziehen. Gesamten Bereich und ja, hier in der näheren Umgebung des Kaltdampfschlots muss ich mir natürlich noch für die Temperatursteuerung was einfallen lassen, aber auch da habe ich schon eine Idee. Ja, das kann ich aber auch noch nicht verraten. Ich habe so viele Ideen, es sprudelt nur so aus mir raus, aber irgendwie kommen wir nicht so recht oder nicht so schnell weiter, wie ich das gerne hätte. Und die beiden jetzt noch nicht freigegraben wurden. Ich weiß es nicht. Ankommen kann man ja von hier. Und jetzt, ich sag mal, momentan noch einen äußeren Kolonieringring, der sauber ist von Keimen. Hier sind sie jetzt alle weg. Und werden das Ganze dann noch in diesem Bereich hier vergrößern, der hier kommt auch noch mit dazu und hier. Das müssen wir dann erst von sämtlichen, ja, schlechten Sachen säubern, bevor wir da das Ganze dann in Betrieb nehmen können. Hier müssen wir natürlich dann einen Durchgang schaffen. Das machen wir wahrscheinlich am ehesten, indem wir hier ein geschlossenes System draus machen. Wir können zerlegen. Genau. Wie sieht es hier eigentlich? Oh, die Brutkästen geben auch viel Hilfe ab. Das wusste ich auch noch nicht. Okay. Ansonsten ist es okay. Nicht gut, aber okay. Oh, hier ist es kalt. Kein Wunder bei dem ganzen Eis. Ja, hier wird kräftig gebaut. Und, theoretisch die Leiter da auch zerlegen.
bauen wir noch mal vorübergehend eine Leiter ein. Räumen dann hier auch mal auf. Vor allen Dingen das Phosphorit brauchen wir eigentlich dringender hier. Damit hier mal wieder ein bisschen mehr Chlor erzeugt wird, ist ja fast nichts mehr. Ich weiß nicht, ob das hier vielleicht doch verschwindet in unseren Schleusen. Habe ich so ein bisschen den Verdacht. Dass ich mal erst das Ding hier wieder zerlege. Und dann gucken wir mal, ob wir es nicht anders hinkriegen. Ob wenn wir diesen Raum gefüllt haben. Das klappt zum einen, und wenn das klappt, dann werden wir hier das wieder öffnen und dann gucken wir, ob das wieder verschwindet. So sollten. Was war das? Da lag doch gerade noch was. Verdorbene Pinscher von uns wird nicht mehr angezeigt. Oh, was ist hier los? Bewässerung. Noch genug Wasser, aber wahrscheinlich zu viel zu tun, weil ich hier alles mit neuen mache. Um das Video interessanter zu gestalten. Das haben wir frei. Wir platzieren das. Perfekt eigentlich. Für das, was ich mir überlegt habe. Vergessen. Jo, wie schaut es hier aus? Immer noch. Okay, es läuft gerade nicht. Na gut. Wir sind bei 507, das heißt, unsere Automation müsste ja eigentlich. Genau. Hier. Wie warm ist das Wasser hier? 63 Grad, okay. Und wir haben keine Keime mehr. Sehr schön. Also ein weiterer Erfolg. Ich habe die hier ja mal wieder eingestellt. Dieser läuft auch ab und zu. Dieser hier läuft fast nie. Weil wir, ja, eigentlich alles, was wir hier unten. Macht vielleicht mal Sinn, dass wir hier irgendwo auch noch einen Luftreiniger bauen. Ja, könnten die Kühlschränke ja vielleicht umbauen nach hier. Vielleicht sogar hier rein. Ja, das ist noch. Ja, okay. Ich werde dann offline mal wieder ein bisschen weitermachen. Ihr habt ja so ein bisschen jetzt gesehen, was ich vorhab. Ja, dann würde ich sagen, danke, dass ihr reingeschaut habt. Wenn ihr ein paar Ideen auch noch habt, was wir machen können, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Oder auch, wenn ihr Wünsche habt. Wir haben ja nach wie vor noch ein paar freie Plätze oder ein paar Namen, die wir noch nicht geändert haben, also ihr seid alle herzlich eingeladen, dass ihr in der Kolonie dabei seid, und ja, dürft dann auch gerne was dazu schreiben. Ich hätte gerne dies oder das oder jenes, oder ich wäre gerne dies. Was ich umsetzen kann, setze ich um, und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke und bye bye.